Mein Name ist Simon Müller. Ich bin seit 2019 hier im Unternehmen und bin als Leiter Energiesysteme zuständig für den ganzen Bereich Sektorenkopplung und Power-to-X. Vielleicht können Sie mal kurz erläutern, welche Bedeutung die Mitwirkung am Projekt Vinnode hat. Ich würde sagen, das sind dreierlei Dinge. Zum einen bekommen wir dadurch natürlich eine Förderung, die bestimmte innovative Projekte überhaupt erst möglich macht. Der zweite Punkt ist die Vernetzung anderen Partnern. Wenn Sie sich angucken, Vinnode bietet wirklich ein sehr breites Portfolio von unterschiedlichen Projekten, die gemeinsam Bausteine ergeben für eine integrierte Energiewende. Und da ist es für uns als Unternehmen natürlich sehr, sehr wertvoll, uns hier austauschen zu können. Drittens, und das ist ebenso wichtig, ist, dass wir über die Teilnahme an Vinnode Zugang haben zur sogenannten SynTech-Verordnung, die es zulässt, auch innovative regulatorische Rahmenbedingungen auszunutzen. Ein Beispiel dazu, wir haben eine Windspeicherheizung gebaut in einem Dorf hier in Nechlin und über die SynTech-Verordnung können wir dort sonst abgeregelten Strom besser nutzen und dadurch Heizenergie zur Verfügung stellen. Das heißt, Sie tauschen sich schon regelmäßig auch mit anderen Partnern aus im Rahmen von dem Vinnode-Projekt? Ja, absolut. Also das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um innerhalb der Projekte, die dort laufen, sich natürlich auszutauschen, aber auch darüber hinaus. Das führt zu einer Vernetzung, die dann natürlich weiter trägt und tatsächlich eine tiefere Expertise insgesamt in Ostdeutschland befördert. Enertrag versteht sich als Pionier einer integrierten Energiewende. Wir haben sehr, sehr früh erkannt, dass es halt eben nicht ausreicht, Windenergie nur ins Netz einzuspeisen und dann soll sich jemand anders um Versorgungssicherheit kümmern, sondern wir haben ganz gezielt uns auch darauf konzentriert, fokussiert, wie schaffen wir es denn, ein Energiesystem hinzubekommen, nicht nur Strom, sondern auch darüber hinaus in den Sektoren Wärme, Verkehr, Industrie auch erneuerbare Energien zur Verfügung zu stellen. Und Vinnode ist ein wichtiger Baustein, um solche innovativen Lösungen tatsächlich auch ökonomisch darstellbar zu machen für uns. Was zeichnet Ihr Projekt aus im Vergleich zu anderen Kraftwerken? Naja, wenn wir uns das Hybridkraftwerk anschauen, dann sieht man darin, dass im Grunde genommen alle relevanten Bausteine, die wir brauchen, um ein tatsächlich vollständig auf Erneuerbaren basierendes Energiesystem zu bauen, all diese Bausteine sind dort bereits vorhanden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Erzeugung von regenerativem Strom, wir haben dann die Umwandlung von diesem Strom in Wasserstoff und den haben wir bereits in sehr unterschiedlichen Bereichen genutzt. Es gibt eine Sache, die kennt man, um vorzusorgen für die Zeit, wo der Wind mal nicht weht und die Sonne nicht scheint. Da haben wir die Rückverstromung. In der Anlage funktioniert das mit Hilfe einer Biogasanlage. Wir haben aber auch Vermarktungskonzepte für den grünen Wasserstoff, die in andere Bereiche gehen. Beispielsweise wird er bereits an Wärmekunden verkauft, um die Nutzung von Gas auf erneuerbares Gas umzustellen. Wir haben aber auch Belieferungen gemacht, beispielsweise von Industriekunden und auch im Verkehr für Tankstellen. Spüren Sie eine Unterstützung aus der Bevölkerung für Ihr Projekt? Wir sind ja in erster Linie auch ein Windkraftwerksbetreiber und es ist hinlänglich bekannt, dass die Windenergie in Deutschland teilweise auch Akzeptanzprobleme hat. Aber ich glaube, dass wir hier in der Region wirklich sehr gut verankert sind, nicht nur, weil wir ein sehr wichtiger Arbeitgeber sind in einer Region, die relativ strukturschwach ist, sondern auch, weil unser Ansatz von Anfang an gewesen ist, die Bevölkerung mit einzubeziehen und einzubinden. Und da ist natürlich das Hybridkraftwerk keine Ausnahme. Wenn ich mir angucke, wie lässt sich das Konzept in andere Gemeinden übertragen, ich glaube, was da sehr positiv ist, ist, dass es ermöglicht, auch lokale Wertschöpfung zu generieren. Dass halt eben nicht der Strom abgesaugt wird ins Stromnetz, sondern dass man auch lokal Arbeitsplätze schafft und Nutzungsmöglichkeiten schafft, dass man sagen kann, hier, guck mal, beispielsweise unsere Busse fahren jetzt mit grünem Wasserstoff aus unserer Region. Und ich glaube, das hilft wirklich auch, Akzeptanz zu schaffen und zu verstärken. Was muss passieren, damit er den ganzheitlichen Ansatz hinbekommt? Ich glaube, ein wichtiges Hemmnis, die mangelnde Infrastruktur für Wasserstoff. Und da ist das bestehende Gasnetz jetzt natürlich eine interessante Möglichkeit, um auch bestehende Infrastrukturen für die Zukunft nutzbar zu machen. Da gibt es natürlich eine Reihe von technischen Fragen, die zu klären sind. Da arbeiten wir auch sehr aktiv zusammen mit den Ferngasnetzbetreibern, aber natürlich auch mit den einzelnen Verteilnetzbetreibern, um zu schauen, wie bekommen wir es hin, dass diese Netze perspektivisch auf 100% Wasserstoff umgestellt werden können. Auf dem Weg dorthin ist ein Weg, und den haben wir im Hybridkraftwerk auch so beschritten, dass man eine Beimischung von Wasserstoff macht. Das heißt, dass sich ein bestimmten
Prozentsatz volumenmäßig mit ins Gasnetz gebe. Im Moment ist es häufig bei 2% das Limit, bis wohin man gehen kann. Wir arbeiten daran, dass das erhöht wird, perspektivisch auf 10 oder 20%. Hier die entsprechenden technischen Vorgaben zu machen, aber halt eben auch das Netz physisch fit zu machen, das ist auch ein wichtiger Baustein, dass diese Lösungen überhaupt praktikabel sind. Das Hybridkraftwerk, wie wir es hier sehen, ist ja im Prinzip weltweit das erste oder eines der ersten, ja. wie sie gebaut wurden. Warum glauben Sie, gibt es noch nicht mehr Anlagen davon? Also es ist nicht so, dass es isoliert dastehen würde. Allerdings, Sie haben absolut recht, die Fortschritte sind nicht so schnell gewesen. Jetzt ist die Frage, warum? Ich glaube, das hat zweierlei Gründe. Das erste ist, Deutschland ist schon noch international sehr führend, wenn es um die Energiewende geht. In anderen Ländern ist es so, dass die Anteile halt eben noch nicht so hoch sind im Stromnetz und dass daher solche innovativen Lösungen zur Sektorenkopplung noch nicht so weit sind, umgesetzt zu werden. Ich glaube, der zweite Punkt ist das Problem der regulatorischen Rahmenbedingungen. Weil in dem Moment, wo ich erneuerbaren Strom nicht nur im Stromnetz nutze, sondern in anderen Sektoren, merkt man plötzlich, wie uneben die regulatorischen Rahmenbedingungen sind. Da will man etwas machen, was so in den Gesetzen und Verordnungen nicht vorgesehen ist. Und das zu beheben, ist eine ganz dringende Aufgabe der Politik. Wir bauen hier das erneuerbare Kraftwerk der Zukunft.